Es ist kein Wunder, dass Chris Brown beim Verlassen des Gerichts lächelt. Der Sänger konnte seine Anklage wegen Körperverletzung von einer schweren Straftat auf ein geringfügiges Vergehen mindern. Der 24-Jährige wurde in Washington D.C. verhaftet, nachdem er in den frühen Morgenstunden einen Mann ins Gesicht geschlagen hat. Laut TMZ hat er auf nicht schuldig plädiert und wurde ohne Kaution aus der Haft entlassen. Rihannas Ex muss sich 90 Meter von dem angeblichen Opfer entfernt halten. Die Mutter von Chris, Joyce Hawkins, war auch im Gerichtssaal, um ihren Sohn zu unterstützen. Aber es ist noch nicht vorbei. Laut TMZ prüfen die Bewährungshelfer der Stadt Los Angeles, ob er mit den neuen Anschuldigungen gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Egal wie, Chris muss in einem Monat wieder vor Gericht, um die Frage des geringfügigen Vergehens zu klären.